Im Webinar Interkulturelle Gärten gemeinsam und auf Augenhöhe gestalten teilt Kea Schudri von Soul Garden Berlin ihre Erfahrungen. Was hat sich beim Aufbau und der Weiterentwicklung bewährt? Wo sind Hürden und wie kann man damit umgehen? Herzlich auf Eingang des Inselgartens. Das ist unser Willkommensschild in mehreren Sprachen. Wer in Berlin ist oder zu Besuch kommt, kann uns auch sehr gerne besuchen kommen. Wir freuen uns immer über Austausch. Ich gehe gleich noch auf den Garten ein. Das ist jetzt einfach mal zum Einstieg zu den Erfahrungen. Die lasse ich durchlaufen. Die wurden von Gudrun ausführlich vorgestellt. Was das Programm betrifft, würde ich ganz kurz nochmal darauf eingehen, warum gärtnern wir interkulturell, was ist eigentlich die Motivation, wie sind die unterschiedlichen Ausgangslagen möglicherweise. Dann würde ich auf Erfolgsfaktoren und auch Hürden, vielleicht Schwierigkeiten eingehen. Und dadurch, dass ich selber auch interkulturelle Trainerin bin, biete ich noch einen kleinen interkulturellen Exkurs an. Das kann kein ausführliches Training sein natürlich an der Stelle, aber vielleicht einen ganz kurzen Einblick mit ein paar Denkanstößen. So, und dann hoffe ich, dass ich einiges an Hintergrundinformationen liefern kann mit dieser kleinen Sequenz, ein paar Denkanstöße, viele Erfahrungen aus der Praxis. Und ihr habt dann die Möglichkeit für Fragen und Antworten. Und was ich schon mal vorwegnehmen kann, ist, es gibt keine Patentlösungen und 0815-Rezepte. Das kann ich leider nicht bieten. So, warum gärtnern wir interkulturell? Also ich denke, da ist natürlich die Motivation seitens der Initiatorinnen, aber auch der Mitmachenden sehr unterschiedlich. Um hier mal so ein Spektrum aufzumachen, das reicht von, wir möchten gemeinsam etwas erleben, also gemeinsam gärtnern, kochen, feiern. Wir haben gerade gehört, bauen gehört dann natürlich auch dazu. Also wir wollen gerne gemeinsam tätig werden. Vielleicht wollen wir grüne Oasen schaffen. Das sind ja alles so Stimmen, die ich im Laufe der Zeit eingefangen habe. Da fließen auch meine eigenen Motivationsgründe natürlich ein. Es geht oft um Austausch, um voneinander lernen, Dinge wie Freundschaft, Sympathie, gemeinsame Erfolgserlebnisse. Natürlich geht es auch ums Gärtnern. Manche möchten gerne ihre Sprachkenntnisse verbessern, im Übrigen auch in beide Richtungen. Die meisten wollen Deutsch lernen, aber manchmal wollen auch Leute ein paar Worte Arabisch oder Farsi ausprobieren. Und es geht im Allgemeinen um Verständigung. Das sind so die sehr praktischen Gründe. Und wenn wir uns die höheren Ziele angucken, dann geht es unter anderem vielleicht auch darum, sowas wie Selbstwirksamkeit zu fördern. Also ich denke da zum Beispiel gerade auch an Gärtnern mit Geflüchteten, Menschen, die vielleicht erstmal ankommen müssen, nicht sofort eine Aufgabe haben und nach einem Sinn suchen und nach der Möglichkeit, sich einzuklinken in unsere Gesellschaft. Manche suchen auch einen Ankerpunkt im Sinne von auch da wieder Menschen, die vielleicht entweder hier neu angekommen sind oder die sich umorientieren im Leben, suchen vielleicht nach einer neuen Möglichkeit, sich zu verankern und zu verstetigen. Wenn man höhere Ziele anguckt und sozusagen man auf die Projektebene geht und auf die Durchführungsebene, geht es auch oft um Nachbarschaften stärken, um Bewusstsein schaffen, um besseres Miteinander, um Brücken zu bauen. Und ich habe gelesen in einer ganz schönen Veröffentlichung, um eine gemeinsame Sprache zu finden, eine grüne Sprache zu finden. Ja. Was ist die Ausgangslage? Und wir haben das jetzt von euch gehört, die kann sehr unterschiedlich sein. Manche möchten starten, das heißt einen interkulturellen Garten gründen. Andere also haben schon einen Garten, der vielleicht bisher noch nicht unbedingt einen interkulturellen Schwerpunkt hatte und möchten sich neu ausrichten oder überhaupt sich interkulturell öffnen. Es gibt aber auch den Fall, der mir auch relativ oft untergekommen ist, dass sozusagen Gärten gegründet werden, beispielsweise von Geflüchteten oder Menschen, ich sag mal mit Migrationsgeschichte, und das zunächst mal ein Schwerpunkt war, um vielleicht in einem geschützten Raum tätig zu sein, und dann öffnet sich der Garten. Also ich habe das gerade aktuell wieder gestern beobachten können, dass es eine Gruppe gibt von Menschen aus der Ukraine in der Tat, die wollen jetzt erstmal in einer Gruppe alleine tätig sein,
unter Betreuung, sage ich mal, und dann langsam den Schritt auf uns zu machen. Das fand ich auch ganz interessant, ehrlich gesagt, dass das so als Bedürfnis geäußert wurde. So, das sind alles ja hehre Ziele. Die Ausgangslagen sind sehr unterschiedlich. Hier habe ich nochmal ein Beispiel tatsächlich für einen Garten neben einer geflüchteten Unterkunft. Den Garten habe ich jahrelang begleitet sozusagen mit wöchentlichen Inputs. Dann haben wir das langsam die Zeiträume verlängert. Irgendwann wurde der Garten an die Bewohnerschaft quasi übertragen. Ich habe mich da ganz rausgezogen. Und dann war der nächste Schritt, dass der Garten sich quasi der Nachbarschaft öffnet. Und der nächste Schritt ist, dass es dieses Wohnheim gar nicht mehr gibt. Das wurde rückgebaut und somit auch der Garten. Also insofern sind das auch manchmal so Vergänglichkeiten, mit denen man zu tun hat. Das muss man auch berücksichtigen. So, das war mal so ein kleiner Einstieg. Jetzt komme ich zu den, ich habe sie Erfolgsfaktoren genannt. Was sind eigentlich die Parameter, die dazu führen, dass ein Garten Bestand hat oder auf Dauer auch Erfolg hat? Und tatsächlich, Gudrun hat es schon angesprochen, also ich glaube, dass oder der Erfahrung nach auch Beteiligung, wenn sie ernst gemeint ist, ein großer Faktor sein kann. Und da gibt es verschiedene Stufen, die alle ihren Sinn haben. Ja? Also ich sage jetzt nicht, man muss sofort mit der Stufe mitverantworten, ganz unten anfangen, aber gehen wir sie mal durch. Also zum einen ist das Einfachste immer, Menschen also mitreden zu lassen und nach ihrer Meinung zu fragen. Klar, das kann man immer machen. Das kann man auch machen, wenn zum Beispiel Sprachbarrieren da sind, weil es entweder, da gehe ich gleich noch drauf ein. Dann ist natürlich die nächste Stufe, mit planen zu lassen. Also da ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass man auch da sicherstellt, dass Menschen das aufnehmen können, also das verstehen, was tun wir gerade. Und so geht quasi die Skala weiter. Sobald ich mitgestalten lasse und mitentscheiden lasse, erhöht sich möglicherweise die Motivation, dauerhaft bei der Stange zu bleiben. Für alle im Übrigen. Es ist völlig egal, welcher Herkunft die Menschen sind. Ja, das ist so eine Schablone, wenn man so will, die eigentlich immer greift. Wie man sieht, ist sie schon ziemlich alt. Das ist im Übrigen auch was mir aufgefallen ist. Wenn man nach Literatur sucht, ist es gar nicht so leicht, aktuelle Dinge zu bekommen. Im Grunde haben die Dinge, die schon eine Weile alt sind, das ist oft in den 90ern entstanden, diese ganze interkulturelle Diskussion und der Diskurs darüber. Und seitdem, ich will nicht sagen, es ist nichts passiert, das stimmt nicht, aber es wurde an manchen Stellen wenig weiter geforscht. So. Ich denke, was vielleicht ein ganz wichtiger Schritt ist, noch bevor man sich einem konkreten Garten widmet, dass man überhaupt mal Menschen, die hier ankommen, das muss ja nicht, müssen nicht immer Geflüchtete sein, das können ja auch Menschen sein, die seit längerer Zeit im Land sind, aber die sich vielleicht noch nicht so auskennen in einem Stadtteil oder in einer Stadt. In Berlin reden wir immer von Stadtteilen, also das ist ein bisschen vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber Menschen, die hier ankommen, dass man überhaupt erstmal fragt, welche Bedürfnisse habt ihr? Weil was ganz oft passiert ist, dass man irgendwie anfängt mit einem interkulturellen Garten und davon ausgeht, dass das alle toll finden. Und jetzt ist es aber oft so, dass die Form, die wir leben und die wir für besonders gut halten, vielleicht ja nicht unbedingt von der anderen Seite verstanden wird. So. Und daher, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, so wie wir quasi auswählen, in welches Projekt möchten wir uns einklinken, so wollen andere das auch. Das heißt, wir haben dieses Jahr mal angefangen, sehr gezielt, im Stadtteil Marzahn, also das ist im Osten der Stadt, überhaupt mal den Fächer aufzumachen und zu sagen, einzuladen zu einer Gartenwerkstatt und zu sagen, was gibt es hier eigentlich alles? Also es gibt viele Gärten in dem Stadtteil und viele Grünanlagen, aber auch viele Parks und auch so Kleingärten. Und dann mal zu sagen, also das richtig vorzustellen, Schritt für Schritt. Es gibt eine ganz tolle Gartenkarte von der Grünen Liga, ich habe mich leider verschrieben, auf der man nachvollziehen kann, welche Gärten gibt es, was sind das für Gärten, wie sind die Öffnungszeiten und was wird da geboten. Und das haben wir nach und nach vorgestellt, um einfach mal das Bewusstsein bei den Menschen zu schärfen. Es gibt hier ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten, grüne Orte oder Gärten für sich
zu erschließen und dort tätig zu sein. Was liegt euch denn eigentlich? Was wollt ihr denn? Ja, statt zu sagen, kommt mal in unseren interkulturellen Garten, haben wir gesagt, hier gibt es alles Mögliche mit unterschiedlichen Ausrichtungen. In der Tat wird in manchen Gärten mehr gegärtnert, in anderen Gärtnern gibt es Bienenhaltung, in anderen Gärten wird vielleicht was gebaut oder gefärbt oder wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Da könnt ihr überall hingehen, euch das angucken und dann für euch entscheiden, was wollt ihr eigentlich. Das ist jetzt gerade im Fluss. Ich kann noch nicht sagen, was da wirklich bei rauskommt. Es wurde auf jeden Fall hier in dieser Werkstatt, die man sieht, sehr gut angenommen. Und wir haben dann auch festgestellt, die Leute fühlen sich gut damit, die Wahl zu haben. Also das möchte ich gerne mal vorausschicken, weil oft sind wir bei dem konkreten Garten, statt einfach zu sagen, wir haben viele Gärten, und da könnt ihr jetzt erstmal gucken, was passt überhaupt zu euch. So. Dann ist ein Faktor, den wir eigentlich immer versuchen einzuholen, also sind aktuelle Wünsche. Und das machen wir meistens zweimal im Jahr, nämlich einmal zu Beginn des Jahres holen wir Wünsche ein und sagen, was soll eigentlich in eurem Garten wachsen? Und am Ende des Jahres sagen wir, wie ist es denn gelaufen und was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr? So. Und dann muss man auch immer berücksichtigen, das schadet auch nichts, das öfter mal zu machen, weil wir haben eine relativ hohe Fluktuation. Es ziehen Menschen weg, es kommen neue dazu. Das heißt, immer mal wieder so richtig gezielt zu sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Das schadet eigentlich nie. Und darauf stimmen wir dann auch das Programm ab. So. Jetzt sieht man hier, dass wir drinnen arbeiten, weil es war schlechtes Wetter. Daher haben wir jetzt sozusagen unsere Wintersession, die haben wir drin gemacht. Das ist, sieht man rechts sozusagen, dass die Mitmachenden einfach mal aufschreiben konnten, was sie wollen. Interessanterweise wollten das hier alle auf Deutsch machen, nicht in ihrer Heimatsprache. Die Deutschen natürlich sowieso, aber die Menschen, die andere Muttersprachen haben, die haben das auch versucht, auf Deutsch zu machen. Mit unserer Hilfe, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil das zum Beispiel vor 2 Jahren noch nicht so war. Da brauchten wir viel mehr sprachliche Unterstützung. Und ich dachte so als Gegenbeispiel, es hat am gleichen Tag stattgefunden, wir haben nämlich noch ein großes Essen veranstaltet und es gab auch zum ersten Mal Salat mit essbaren Blüten. Da kann man ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das alle wollen und mögen. Also haben wir gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben eine kleine Führung gemacht, was gibt es an essbaren Blüten im Garten? Und dann haben die Leute selber entschieden, ob sie das jetzt in ihre Schüssel werfen wollen oder nicht. Und es gab eine Schüssel ohne Blüten und es gab eine Schüssel mit Blüten. Und ich sage das nur so am Rande, weil es geht immer darum, wer will was sozusagen. Und dem möglichst gerecht zu werden und unterschiedlichen Facetten gleichzeitig gerecht zu werden, das versuchen wir immer. Und damit kommen wir eigentlich ganz gut weiter. Dann ist ein wichtiger Faktor auch, es ging ja am Anfang um Beteiligung in dieser Skala, dass man eben sagt, Menschen können mitgestalten. Das heißt, das Einbinden von Ressourcen halten wir für wahnsinnig wichtig. Das fragen wir auch regelmäßig ab. Also weniger, wenn ihr was einbringt, dürft ihr mitmachen, sondern wer hat was zu bieten und wer fühlt sich wohin gezogen. Und hier ist es in der Tat auch so, dass wir eine kleine Baugruppe hatten, bei der Restauration unseres Lehmhauses in einem sehr großen Garten. Das Projekt wurde übrigens von der Anstiftung ein bisschen unterstützt. Das darf man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Und was dabei rausgekommen ist, ist einerseits ein schönes Haus, was komplett rund saniert wurde. Das war einfach, das bröselte und bröckelte an allen Ecken und Enden. Aber vor allem gab es unterschiedliche, also es haben sich die Rollen vertauscht. Wir hatten quasi einen, wir haben das nicht vergeben als Auftrag, sondern haben gesagt, wir machen das in Eigenleistung. Dafür ist das Haus, wenn man keine Ahnung hat, wahnsinnig groß eigentlich. Also es hat, glaube ich, 40 Quadratmeter und das alles neu mit Lehmputz zu versehen, wenn man es eigentlich nicht kann, das ist ein ziemlicher Aufwand. Und daher haben wir uns jemanden, also einen Fachmann besucht aus einem Lehmbauverein, der quasi angeleitet hat. Und unsere Gruppe war bunt gemischt, also männlich-weiblich, Menschen aus Deutschland und nicht aus Deutschland und so weiter und so fort. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die beiden Herren, die man hier auf dem Gerüst sieht, das eigentlich viel besser können als alle anderen. Und die haben an einer Stelle dann auch übernommen. Das war total interessant. Und die sprechen sehr, sehr schlecht Deutsch. Und das ging alles übers Tun und über Handzeichen und übers Machen im Grunde. Und
was da super wichtig war, ist, glaube ich, dass also einerseits die Menschen die totale Anerkennung, aber auch unser Vertrauen bekommen haben. Also irgendwann haben wir die auch einfach machen lassen und die haben uns dann angeleitet, quasi so gut es ging. Allerdings ist das Ganze ziemlich kraftzehrend. Also wenn man eben nicht ordentlich putzen kann, dann kriegt man es nicht so schön hin, wie man das hier sieht. Das heißt, im Grunde haben die Qualitätskontrolle gemacht und so weiter und so fort. Und das Ganze wurde auch vom Grünflächenamt abgenommen, musste abgenommen werden. Das heißt, es war einfach eine Tip-Top-Qualität. Und im Grunde ist der Herr rechts aus Krankheitsgründen jetzt ausgeschieden und links, hat eine Ehrenmitgliedschaft bekommen sozusagen, muss jetzt keine, also von dem Verein, der jetzt übernommen hat, muss jetzt in Zukunft keinen Mitgliedsbeitrag mehr zahlen, weil er das auch nicht zahlen kann, aber er wird immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und somit haben wir quasi eine super Lösung gefunden, jemanden richtig toll einzubinden und das ging quasi fast ohne Sprache und das war einfach ein ganz schönes Beispiel im Grunde und es ist ganz wichtig, Menschen so ein bisschen bei ihrem Können zu packen, sozusagen. So. Ja, ein weiterer Punkt, den wir für extrem wichtig halten, gerade wenn man anfängt, ist, also dass man eben gar nicht sofort loslegt vielleicht, sondern erstmal schaut, A, was gibt es schon und B, wer ist aktiv im Stadtteil und wer ist für uns vielleicht so eine Art Schlüssel, Organisation oder Akteur, wie man immer so schön sagt. Und da geht es natürlich einerseits darum, sowas wie eine rein praktische Unterstützung vielleicht zu bekommen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben festgestellt, wenn man Menschen reinholen möchte in den Prozess und ansprechen möchte und die sind noch nicht da unter Umständen, also man möchte einen interkulturellen Garten machen und man hat vielleicht ein paar Kandidaten, aber nicht genug, man braucht noch mehrere Unterstützerinnen und Unterstützer. Dann hilft es einfach, sich an die bestehenden Strukturen im Stadtteil zu wenden und darauf aufzubauen und zu gucken, dass man quasi so Kanäle aufbaut, um diese ganze Arbeit nicht selber zu machen. Weil also Arbeit mit Menschen aus anderen Ländern ist auch immer ein ganz großer Teil Beziehungsarbeit, ein großer Teil Vertrauensaufbau und das schafft man in kurzer Zeit gar nicht. Also wenn ich in diesen vielen Gärten mit Geflüchteten nicht immer meine Mittelsleute gehabt hätte, die quasi mich eingeführt hätten oder unser Team und dafür für Vertrauen gesorgt hätten, dann hätten wir das überhaupt nicht geschafft. Dann hätten wir vielleicht erst mal 3 Jahre gebraucht, um das Vertrauen zu bekommen, was man braucht, um so ein Projekt zu machen. Und dann sind die ersten schon wieder ausgezogen oder weggezogen und so weiter und so fort. Und um das aufzufangen, verankern wir uns immer erstmal im Stadtteil, erzählen allen, was wir tun und legen los. Das geht so Hand in Hand. Dann haben wir aber auch festgestellt, dass es immer irgendwelche Dinge zu besprechen gibt und immer tauchen irgendwelche Probleme auf oder Problemchen, sagen wir mal. Und dann lohnt es sich einfach, diese Erfahrungen zu teilen und sich da Feedback zu holen von anderen und zu gucken, wie läuft es da. Dann haben wir aber auch festgestellt, dass es für alle Beteiligten, egal woher sie kommen, auch für uns im Übrigen als, sagen wir mal, begleitendes Team, immer super ist zu gucken, was machen eigentlich andere und wie geht es. Und auch für die Gärtnerinnen und Gärtner, die sind super dankbar, wenn wir das einfach organisieren, dass sie in Austausch mit anderen Gärten kommen und man da eben diesen Zugang zu neuen Zielgruppen aufbauen kann. Also da habe ich schon darauf hingewiesen, dass sozusagen, also wie baut man den Zugang zur Zielgruppe auf? Wir haben einmal gesagt über Schlüsselakteure, einmal entweder über andere Organisationen, die schon tätig sind. Vielleicht noch zu dieser Erfahrung, weil wir viel gemacht haben im Geflüchtetenkontext und ich möchte die Erfahrung gerne teilen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Berlin ist es so, dass jede Geflüchtetenunterkunft ein Sozialteam im Grunde hat. Und ohne die ginge bei uns gar nichts. Das heißt, die haben in der Regel, wenn sie groß genug sind, auch eine Ehrenamtskoordination, die entweder halbtags oder ganztags in der Unterkunft tätig ist. Und wenn man zum Beispiel Menschen einladen möchte aus bestimmten geflüchteten Kontexten, dann lohnt sich das einfach, da zu den Sozialteams den Kontakt aufzunehmen, weil die im Grunde auch erstens ihre Bewohnerinnen super kennen, wissen, wo die Leute stehen, wo deren Interesse liegt und auch da, also die kennen sich, die sehen sich jeden Tag viele, viele Stunden, das können wir gar nicht aufholen, wenn wir neu kommen. Aber von solchen Menschen eingeführt zu werden in eine Gruppe, das ist einfach Gold wert. Das funktioniert immer und das ist wirklich
sehr sinnvoll. Ähnlich kann man das machen mit den sogenannten Migrantinnen oder Migrantenorganisationen, die es bei uns sehr zahlreich gibt. Weiß ich nicht, wie es in anderen Städten ist. Genau, und alles andere habe ich schon gesagt. Bei uns spielt eine relativ große Rolle noch, also für Nachbarschaftsgärten tatsächlich die Wohnungsunternehmen selber, weil die oft so eine Art Servicezentrum, also es sind große Wohnungsunternehmen, ich denke da zum Beispiel an so Plattenbauquartiere, wo auch Menschen unterschiedlichster Herkunft wohnen. Und auch da ist das ein guter, wie soll ich sagen, so eine Dreh- und Angelscheibe für alles, was man tut zum gärtnerischen Thema sozusagen. Das sind eigentlich in vielen Gartenprojekten sehr enge Partner von uns. Was ich auch noch sagen möchte zum Thema, also gerade für die, die neu anfangen und vielleicht also mit anderen Zielgruppen nicht so viel Erfahrung haben. Also für uns hat sich einfach herausgestellt, dass sowas wie Kontinuität, auch wenn sie auf der anderen Seite nicht da ist, extremst wichtig ist. Und das ist für uns so eine Leitplanke. Und es hört sich jetzt ein bisschen sehr deutsch an, aber wir haben einfach festgestellt, dass Menschen, die aus unsicheren Verhältnissen kommen, Schwierigkeiten haben, wenn auf unserer Seite die Dinge nicht klar sind. Also das heißt, wir fackeln überhaupt nicht, wir machen feste Angebote und sind da und möglichst auch mit einem einheitlichen Team. Also das wechseln wir, das so viel dazu. Also nochmal, das wechseln wir jetzt nicht ständig durch, sondern das ordnen wir wirklich den Gartenprojekten zu und versuchen, dass es auch über möglichst lange Zeit Bestand hat. Das klappt natürlich nicht immer, aber wir sagen das auch immer zu Beginn, wenn wir neue Teams aufbauen, wenn sich Leute interessieren, in einem bestimmten Projekt mitzumachen, als Ehrenamtliche beispielsweise und wöchentlich irgendwie dort was machen wollen, dass sie sich das gut überlegen, wie viel Zeit sie tatsächlich investieren können und lieber sagen sie, sie kommen nur einmal im Monat, als sie kommen mal und sie kommen nicht und sie kommen dann dreimal doch nicht und so weiter. Also so können wir nicht arbeiten, sondern wir wollen, dass sich das durchzieht und dass Menschen, die im Team mitmachen, sich committen und wenn das nicht sowieso Gärten sind, die in irgendeiner großen Gemeinschaft entstehen. Da ist es nochmal ein bisschen anders. So. Genau. Langen Atem braucht man auch. Also wir sind in vielen Gärten im 4., 5., 6. Jahr tätig und andere sind es nicht. Und ich glaube, man muss schon irgendwie so einen Zeithorizont aufmachen, weil nur mal so für am Rande, wir machen was in 2 Jahren, das klappt einfach nicht. Also nicht mit der Perspektive, wenn das Ganze interkulturell sein soll, weil, also es klappt auch sonst nicht, aber ich sage mal, die Fluktuation inzwischen, Gärten kommen und gehen auch in Berlin zum Beispiel und wir versuchen uns wirklich dagegen zu verwehren und machen nur das, wo wir einen langfristigen Horizont anbieten können. Wenn der jetzt aufgrund von irgendwelchen Flächengeschichten oder so dann plötzlich doch nicht gegeben ist, dann liegt es nicht bei uns, aber wir versuchen eigentlich immer mit einem ganz großen Planungshorizont daran zu gehen. Ja, vielleicht noch eine Sache, mit der wir gute Erfahrungen gemacht haben, gerade auch für die, die neu starten oder noch nicht so gut verankert sind. Wir haben sowas wie einen ersten runden Tisch dieses Jahr ins Leben gerufen, um mit allen Seiten, die sich vielleicht, also mit allen Akteuren, die sich an solchen Gärten beteiligen können, inklusive der Mitmachenden, mal in den Austausch zu gehen, was wollt ihr denn eigentlich, was wäre für euch wichtig, um die Attraktivität für so einen Standort zu erhöhen, weil wir eben auch gemerkt haben, manchmal ist es ein bisschen schwerfällig und ein bisschen mühsam und es war so der Verdacht, irgendwas fehlt, ja, also so, wir an manchen Standorten, so, wir könnten eigentlich viel mehr Leute noch vertragen, also aufnehmen und warum ist es nicht ausgeglichener oder warum haben wir an manchen Standorten dann doch mehr deutsche TeilnehmerInnen, obwohl wir eigentlich genügend internationales Publikum hätten. So. Dann hat sich herausgestellt, also wenn Menschen aus interkulturellen Kontexten, sage ich jetzt mal, das manchmal gar nicht so einsichtig ist, einfach nur einem Hobby nachzugehen und zu sagen, ich komme da jetzt mal zum Gärtnern, sondern dass viele, und das betrifft tatsächlich die auch im Fluchtgeschichte, also Menschen mit Fluchtgeschichte,
dass die eigentlich mehr wollen, also dass sie eigentlich irgendwie das integrieren wollen in ihre Karriereplanung und so ein bisschen, hört sich jetzt hochtrabend an, aber das haben wir so rausgehört und haben wir auch mehrfach diskutiert mit anderen Engagierten, also dass es gut wäre, wenn man in dem praktisch so eine Art Qualifizierungsmöglichkeit-Modul anbieten könnte und sei es nur als Praktikum. Das versuchen wir auch zunehmend, Menschen einzubinden und zum Beispiel auch die beiden Teilnehmer, die ich vorhin gezeigt habe, die auf dem Berufsstand, die haben auch ein Zertifikat bekommen und auch ein Zeugnis, also ein deutsches Zeugnis, was hoffentlich bei irgendeiner Bewerbung auch ein Gewicht hat. Da haben wir uns viel Mühe gegeben, auch das zu formulieren und glaubwürdig auch rüberzubringen, wo die Stärken dieser Menschen liegen. Und also wir haben dann auch festgestellt, dass damit natürlich das Engagement extrem steigt. Also das soll jetzt keine Währung sein, dafür sind ja solche Gärten auch nicht gedacht, aber wir haben irgendwie gelernt, uns der Realität der TeilnehmerInnen stärker zu widmen und zu sagen, also was ist eigentlich wirklich eure Motivation mitzumachen? Und manche wollen eben tatsächlich Sprache lernen oder sich austauschen, aber manche oder einige wollen eben auch wirklich mehr. Und ja, da versuchen wir uns gerade ein bisschen stärker mit zu beschäftigen. Und dann ist es natürlich auch so, viele wollen gerne mitmachen und haben dann aber wieder, bringen jede Menge Kinder mit, was ja völlig in Ordnung ist. Aber wenn man eben mal in Ruhe gärtnern möchte, im Austausch mit Erwachsenen, dann ist es schön, wenn Kinder auch ihrs haben, sozusagen parallel. Das heißt, wir versuchen dann in manchen Kontexten, wo das speziell ein Bedarf ist, ein paralleles Kindergartenprogramm anzubieten oder zumindest jemanden zu haben, die sich dann den Kindern widmen kann, wenn sie denn kommen. Und dass man versucht, auch Dinge anzudocken, zu sagen, also manche wollen eben nicht nur Gärtnern, sondern wollen eben auch vielleicht kochen, sind im Übrigen nicht nur Frauen, sondern also wir kriegen wunderbare Rezepte auch von vielen Männern zum Beispiel. Also das geht da bunt durcheinander. Genau, und Verdienstoptionen hatte ich schon gesagt. Und wir hoffen, dass wir diesen virtuellen oder dann hoffentlich nicht virtuellen runden Tisch auch wiederholen können. Es gab schon die ersten Anfragen. Und für Organisationen, für uns, also ich sage jetzt mal für die Organisationen, die dahinter stehen, so die Teams, die quasi als Träger oder Verein oder wie auch immer sich organisieren, ist es halt auch wirklich sehr, sehr wichtig, mal zu gucken, wo stehen die benachbarten Gartenprojekte zu dem Punkt. Und es war einfach unheimlich wertvoll, das gemacht zu haben. So, zum Thema Sprache. Wie gehen wir eigentlich damit um? Also wir versuchen, so weit wie möglich Deutsch zu reden und suchen eigentlich erst dann irgendeine Form der Überbrückung, wenn es nötig ist. Und was wahnsinnig interessant ist, dass praktisch die Menschen mit nicht so guten Deutschkenntnissen das genauso machen. Also wir hatten mal eine Übersetzerin engagiert, so aus einer Routine heraus, weil der Wunsch danach bestand, in der Gruppe mehr Inhalte gärtnerisch zu vermitteln. Und dann haben wir festgestellt, dass nicht alle folgen können, wenn wir mehr Inhalte vermitteln. Also mussten wir dafür sorgen, eine Übersetzung zu beschaffen. Haben wir auch gemacht für zwei Sprachen. Also die Person konnte zufällig zwei Sprachen, Farsi und Arabisch. Und dann gab es aber wieder einige, die gesagt haben, sie wollen auf keinen Fall eine Übersetzung, sie möchten gerne Deutsch lernen, was soll das mit der Übersetzung? Also fragen wir jetzt immer, wir hätten die Möglichkeit, übersetzen zu lassen, wer will das? Und das machen wir unter Umständen auch innerhalb einer Gruppe, weil es da wirklich zu Zwistigkeiten kam und man eben gucken muss, dass man, also ich finde das ja toll, ehrlich gesagt, ich finde gut, wenn Menschen sich dazu äußern, was wollen sie? Und aber manchmal muss man sich auch einfach selber schlau machen. Ja? Jetzt halte ich mich für relativ umsichtig in solchen Fragen und war aber ganz erstaunt, dass einem immer noch was durchrutschen kann und daher teile ich es hier auch gerne. Dann ist es oft so, dass ich auch gemerkt habe, wenn zum Beispiel Deutschkenntnisse nicht so gut sind bei manchen Leuten, dass Menschen relativ schnell abschalten und eigentlich auch gar nicht unbedingt so viel Inhalte wollen, sondern einfach ans Tun kommen wollen. Und daher legen wir oft erstmal los. Also bevor ich lange erkläre, ich mache es immer so,
und habe das auch mit meinem Team so abgesprochen, dass wir so Routinen haben und erstmal anfangen, Beete angucken und ja, vielleicht gießen am Anfang oder so und dass wir dann erst in die Inhalte kommen, damit schon mal was gemacht ist, weil wir festgestellt haben, das macht manche Menschen wahnsinnig unruhig, wenn man sich trifft zu dem üblichen, ich sag mal, Freitagnachmittag Gartentag und es wird erstmal nur gequatscht. Also manche wollen das einfach nicht, die wollen gerne den Kontakt, aber sie wollen nicht so viel quatschen oder zumindest zuhören, sondern sie wollen eigentlich sehen, dass was passiert. Dann haben wir halt auch festgestellt, dass man manchmal Sprache gerade beim Gärtner gar nicht unbedingt so braucht, sondern dass es einfach auch toll ist, sich gegenseitig zuzugucken und es einfach nachzumachen. Also im Übrigen in beide Richtungen, das ist immer ganz spannend eigentlich, weil ja viele Leute dann auch ganz tolle Kenntnisse mitbringen und ich bin Gartenbauingenieurin, aber ich lerne auch ständig irgendwas dazu. Bei komplexeren Dingen, da machen wir es dann so, dass wir da stärker mit Übersetzung oder mehrsprachigen Materialien arbeiten. Aber also was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir das nicht automatisch anbieten, sondern dass wir immer erstmal gucken, was geht so und was ist nötig. Und dann stimmen wir das quasi darauf ab. Und was sich dann auch noch bewährt hat, also ich habe ja gerade erzählt von einer Übersetzerin, die bei Bedarf einspringt und die ist auch nicht eigentlich wirklich Übersetzerin, sondern sogenannte Integrationslotsin. Das war so ein Projekt in Berlin oder ist immer noch ein Projekt, die macht quasi mehr als nur Übersetzen. Die ist einerseits dafür da, vielleicht Menschen auch weiterzuhelfen zu anderen Themen, also da, so nicht nur zum Gärtnern. Und auf der anderen Seite sind das oft wertvolle Kulturmittlerinnen, also wo man zwischen den Zeilen einfach sehr stark mitkriegt, wie geht es manchen Leuten wirklich, die jetzt gerade vielleicht in die Gruppe nicht reinfinden oder die ein bisschen außen vor stehen oder heute keine Lust haben oder wie auch immer. Und das ist eigentlich auch halt sehr wertvoll. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Städten auch so gibt. Also auf jeden Fall, das kostet nichts. Die kann man anfordern sozusagen über den Bezirk oder bestimmte Projekte und dann kommen die und stehen uns zur Verfügung. Das ist ganz toll. Dann würde ich noch gerne reingeben, dass wir, weil ich vorhin von Wünschen gesprochen habe und um Wünsche einzuholen, muss man entweder was aufschreiben oder wir arbeiten halt mit Bildern, also auch mit Erwachsenen, einfach auch damit man mal so ein bisschen, weil das strengt auch an sozusagen, wenn man sich trifft, so, dann sind wir meistens so 1-2 Stunden, je nach Bedarf, zusammen und dann merken wir auch, dass manche Leute so immer ruhiger werden und dann kann man ja auch gucken, dass man mit Bildern arbeitet und wir haben immer so ein Set dabei und auch so mehrsprachige Wörterbücher und also um einfach auch mal so das Ganze ein bisschen aufzulockern. Genau, dann arbeiten wir natürlich mit allen Sinnen. Also es ist irgendwie ganz schön, wenn wir uns zu Gartentagen treffen. Also Gartentag heißt, wir haben meistens so einmal die Woche irgendwie eine Zusammenkunft und da trifft man sich, aber natürlich können sich die Leute auch jederzeit so treffen, wenn sie in den Garten gehen. Die sind ja offen und ist ja flexibel alles, aber da, wo wir Struktur reinbringen sozusagen, da versuchen wir dann natürlich auch, Sprache zu überbrücken, wenn es nötig ist und das passiert natürlich ständig, weil so dieses, es gibt so eine typische Handbewegung, ist mir aufgefallen, bei syrischen Menschen, dass die, wenn sie Basilikum sehen, die essen den nicht, sondern die streichen mit der Hand so drüber und riechen dann, das ist so, ja, einfach mal kurz die Pflanze streichen und den Duft mitnehmen sozusagen. Und es ist super schön, sowas zu sehen. Und darüber kann man sich natürlich auch austauschen. Wem gefällt was? Was mag man und so weiter? Was ist wichtig? Und was wird in der Küche benutzt und was nicht? Und so. Und auf dem Weg haben wir herausgefunden, dass der Basilikum, wie wir ihn kennen, eigentlich eher so eine Art Unkraut ist und dort andere Gewürze verwendet werden. Genau, einfach tun, habe ich schon gesagt, dass man vielleicht gar nicht lange dem Ganzen so viel aufsetzt, sondern loslegt mit dem, was es zu tun gibt und dann folgen andere schon. Umgekehrt ist es natürlich genauso, wer ein bisschen länger dabei ist, weiß dann schon, was so zu tun ist in den unterschiedlichen Gärten, was jetzt gerade ansteht, dann legen andere los und man macht einfach mit und gesellt sich dazu und gibt dem Ganzen gar nicht so eine Schwerfälligkeit, sondern ja, genau. Ja, ich glaube, wenn man vielleicht noch so viel dazu, wenn Menschen oder
ja, einzelne von euch mit Geflüchteten vielleicht arbeiten, war es für uns immer wichtig, nochmal zu gucken, wo stehen die Leute eigentlich. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es wichtig ist, also auch unserem, also der deutschen Seite, seien es jetzt Ehrenamtliche oder ja, Leute aus unserem Team, ein bisschen den Blick dafür zu schärfen, dass wenn Menschen jetzt nicht aktiv mitmachen oder sich nicht super einbringen oder vielleicht auch mal ihren Pflichten, Gießdiensten und so nicht hinterherkommen, dass es immer wichtig ist, sozusagen zu gucken, wo stehen die Leute. Gerade weil, wenn die Situation schwierig ist, also als beispielsweise die Konflikte in Afghanistan kamen die Menschen, hingen aber eigentlich die ganze Zeit an ihrem Handy und es war so ein bisschen ein bisschen schwierig so in dieser im Austausch. Und es ist einfach, also man muss das berücksichtigen, sobald Menschen irgendwelche Faktoren haben, die nicht einfach sind, und sei es nur, sie warten gerade auf den Nachzug ihrer Familienmitglieder oder sie müssen irgendwelche Formulare ausfüllen und wissen nicht wie. Und also dann sinkt die Bereitschaft, an solchen Sachen mitzumachen, an solchen Aktivitäten mitzumachen, extrem. Und das darf man nicht persönlich nehmen, das ändert sich auch wieder, sobald sich die Situation verbessert. Also das ist vielleicht nochmal was ich gerne teilen möchte. Also es ist, glaube ich, nicht wichtig, dass wir das immer alles verstehen. Das ist ja auch das Leben der Leute. Wir können diese Situation oft nicht ändern. Es ist auch nicht die Aufgabe, das zu tun. Und manchmal ist es auch besser, man hängt sich da nicht rein, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, man darf daraus nicht unbedingt Schlüsse ziehen. Und das ist eine schwierige Gratwanderung. Das klappt auch nicht immer. Aber da muss man sich einfach ständig auch selber ein bisschen hinterfragen, glaube ich. Ich glaube, dann ist auch wichtig, also ich habe jetzt hier geschrieben Geflüchtete, weil ich glaube, ich in dem Moment das im Kopf hatte, aber man kann das natürlich auf alle Menschen übertragen. Also meistens handelt es sich ja nie um eine ganze Gruppe, sondern immer Individuen, mit denen man es zu tun hat. Also von daher muss man auch immer hingucken, mit wem hat man es denn zu tun, statt die Menschen so über einen Kamm zu scheren. Und ich sage das deswegen, weil mir das relativ oft passiert, zum Beispiel unter Ehrenamtlichen, die vielleicht weniger bewusst sind an der Stelle, dass man sehr schnell mit Verallgemeinerungen kommt. Und das ist für Menschen wie mich schwierig auszuhalten. Und von daher muss man daran arbeiten. Dann ist auch immer wahnsinnig interessant. Ich habe ja gesagt, man lernt ja viel selber dazu. Also ich bin mal auch ins Fettnäpfchen getreten, als wir so Pflanzenspenden bekommen haben. Und da waren so jede Menge Ziergräser dabei. Ganz tolles Zeug. Da hätte ich gerne einiges selber gehabt in meinem Garten. Und das habe ich halt auch so bereitgestellt und so, ja, das können wir pflanzen. Und die Leute haben das quasi dann so heimlich genommen, weil sie mich irgendwie nicht beleidigen wollten und haben es dann so versteckt irgendwo. Und ich habe so gedacht, jetzt gibt es doch gar nicht, wo sind denn diese Gräser und so, warum dürfen wir die jetzt nicht pflanzen? Und es war halt interessant. Also es gibt halt Pflanzen, die gehören nicht ins Blumenbeet und umgekehrt gehören Blumen nicht ins Gemüsebeet. Und manche trennen das halt total und dieser Diskurs darüber, der ist irgendwie interessant, weil man kann sich natürlich annähern und ja, solche Sachen machen einfach auch irgendwie Spaß. Aber sie gehören halt nicht zum Selbstverständnis und daher muss man immer gucken, solche Sachen produzieren unter Umständen auch Unverständnis oder ich will nicht sagen Konflikte unbedingt gleich, aber ja, ist spannend. Spannend auch Sachen wie unterschiedliche Anbaukonzepte. Ja, also ich habe gelernt, dass Tomaten in anderen Ländern mehr so Hängepflanzen sind. Wir geben uns ja unheimlich viel Mühe damit, die zu stäben und aufrecht wachsen zu lassen und auszugeizen und so weiter. Und das wird so ein bisschen als, also wie gesagt, ich habe das studiert, das wurde bei uns als Wahrheit verkauft, aber andere machen das anders, immer toll. Und dann würde ich gerne noch was sagen zum Thema überhaupt Gemeinschaftsgarten, Projekt, und so, Menschen, die hierher kommen, haben möglicherweise entweder eine ganz andere Vorstellung von solchen Projekten oder auch keine Vorstellung von solchen Projekten, weil es diese, zum Beispiel diese Form der Vereine nicht gibt. Ja? Also was ist ein Verein? Wie funktioniert ein Verein? Wie kann man sich da einbringen? Was sind Rechte und Pflichten? Und so weiter und so fort. Das muss ich Mitgliedsbeiträge bezahlen und so weiter. Manche verstehen das gar nicht unbedingt. Ja? Das heißt, wir mussten in einem Projekt da sehr viel Arbeit investieren, um sozusagen erstmal so mitzuteilen, was bedeutet es eigentlich, welche Chancen hat man, wo sind die Grenzen, also wenn man gemeinsam was macht, dann gibt es auch Regeln und wir sind eine Gemeinschaft, also einigen wir uns auf gemeinsame Regeln und so weiter.
Das kann man nicht unbedingt voraussetzen und muss man mit einplanen. Und tatsächlich, und das war zum Beispiel ich rede jetzt von einem Garten, der bestand schon, der hatte immer Menschen also es war immer ein internationaler Garten sozusagen seit 15 Jahren. Und jetzt hat sich aber die Situation ein bisschen verändert. Es sind so einige Menschen, haben den Garten verlassen aus Altersgründen, viele Menschen aus Vietnam und aus asiatischen Ländern hinzugekommen, sind jetzt Menschen aus den ehemaligen oder aus den Kriegsländern, die uns bekannt sind. Und da hat sich so ein bisschen die Dynamik verändert und es musste wieder neu eingeübt werden. Wie sind hier unsere Verhältnisse? Dann hat sich herausgestellt, es gab neue Bedürfnisse. Mit neuen Teilnehmerinnen gibt es neue Bedürfnisse. Also wie einigen wir uns da? Es musste neu ausgehandelt werden. Und das darf man nicht unterschätzen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe noch geschrieben, Kompost versus Tierhaltung, weil ich auch oft erlebt habe in unseren Gartenprojekten, dass viele Deutsche oder hier beheimatete GärtnerInnen so selbstverständlich immer denken, ja, wir legen Kompost an, aber wir müssen erst mal klären, was ist das eigentlich, weil in anderen Ländern gibt es das nicht als Bestandteil, muss es auch nicht geben, weil die Menschen eher mit also Tierhaltung betreiben und ihre Tierherden dann übers Feld jagen und so, das heißt, wir müssen erst mal klären, was ist eigentlich Kompost. Und es ist mir aufgefallen, dass das oft Kinder ganz gut wissen und ihren Eltern erklären können, weil die nehmen das in der Schule durch und sind da ein bisschen im Vorteil. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, also was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, ist für andere noch längst keine Selbstverständlichkeit und es ist nicht immer böse gemeint, sondern man muss sich dem Ganzen sozusagen von allen Seiten nähern. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo stehen wir denn eigentlich zeitmäßig? Ich habe noch eine halbe Stunde. So, dann hatte ich schon vorhin gesprochen davon, also dass man vielleicht sich mit der Lebenssituation der anderen auseinandersetzen will. Das habe ich schon gesagt, brauche ich nicht nochmal darauf eingehen. Ich weise nochmal extra darauf hin. Also ich habe das oft festgestellt, dass man von Hölzchen auf Stöckchen kommt, also in interkulturellen Gärten, vom Gärtnern auf alle möglichen Aufgaben und dann vielleicht noch Wohnungen suchen will und dies und das noch regeln will. Meine Empfehlung dazu ist, an alle, die sowas vorhaben und auch an Einzelne, die vielleicht sagen, ich will keinen Verein gründen, aber ich möchte gerne irgendwo mitmachen, dass man sich sehr wohl überlegen muss, wo klinke ich mich wirklich ein und was ist auch nicht mehr meine Aufgabe sozusagen. Und meine Haltung dazu ist, wer nicht professionell therapeutisch ausgebildet ist, sollte auch das nicht erst versuchen, da rumzudoktern, sondern auch eher sagen, ich gebe das ab an Hände, die das können, statt selber zu meinen, man muss alles schultern, weil das hat oft dazu geführt, dass auch Menschen, die dann im ehrenamtlichen Kontext tätig waren, sehr schnell überfordert waren oder Dinge nicht ausgehalten haben oder dass es da zu irgendwelchen Überfrachtungen des eigentlichen Projektes kam. Und ich glaube, das ist wichtig, auch da eine Grenze zu ziehen. Aber es, wie gesagt, ist eine persönliche Meinung, die ich da teile. Gut. Ich würde erstmal an der Stelle einen kleinen Schnitt machen. Wir sind jetzt erstmal durch mit den Themen,